Und auf der Folie sieht man im Prinzip schon das ganze System. Mal verglichen, wie schaut es aus bei einer Versicherung. Bei einer Versicherung haben wir einen normalen Mitarbeiter, der sagt, lieber Chef, ich möchte für meine Alterssorge 100 Euro aufnehmen oder verwenden, 100 Euro brutto, bitte machen wir es damit. Und der Arbeitgeber geht einmal her und überweist die 100 Euro zu einer Versicherung. In einer Direktversicherung, in einer Pensionskasse, wo auch immerhin. Er überweist die 100 Euro vom Mitarbeiter. Aus Arbeitgebersicht passiert eins, das Geld ist erstmal bei der Versicherung und es gibt auf jeden Fall keine Situation oder keine Möglichkeit, dass er das Geld zurückbekommt. Das Geld ist unwiderruflich, unwiederbringlich, nicht pfändbar, nicht beleihbar. Es ist endgültig bei der Versicherung, es ist endgültig bei der Versicherungsgesellschaft. Also der Arbeitgeber kommt nicht mehr dran, egal wie gut oder wie schlecht es dem Arbeitgeber geht, die Liquidität ist aus dem Haus raus. Wenn man das Ganze aus Mitarbeitersicht anschaut, der Mitarbeiter bekommt dann irgendwann mal eine Leistung. Da habe ich gerade schon gesagt, in einem Zeitraum zwischen 14,5 und 20 Jahren dauert es, bis der 100-Euro-Schein erst wieder vorhanden ist. Also in jedem Zeitraum unter 15 bis 20 Jahren ist da erst einmal weniger als 100 Euro da, weil es dauert ja rund 15 bis 20 Jahre, weil ja gerade einmal 65% zur Anlage kommen, rund 35% sind im Durchschnitt als Kosten einfach weg. Und darum dauert es eben auch so lange, bis teilweise bis 20 Jahre, bis das Geld wieder vorhanden ist. Also sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer bei Lichte betrachtet nicht besonders spannend. Wenn wir uns anschauen, wie machen es wir mit der Unternehmenskasse, passiert das Gleiche. Der Mitarbeiter verzichtet auch auf 100 Euro, verzichtet auch auf 100 Euro brutto. Das kostet den Mitarbeiter genauso, nur 50, 55 Euro netto. Der Arbeitgeber lässt das Geld also bei sich im Unternehmen, in der Unternehmenskasse. Und was ist interessant ist, er hat nicht bloß die 100 Euro, sondern hat weitere Steuervorteile obendrauf. Dem Arbeitgeber bleiben also nicht bloß die 100 Euro erhalten, sondern ihm bleiben die 100 Euro plus in der Regel noch ein Steuervorteil obendrauf an Liquidität erhalten. Das ist für einen Arbeitgeber im Vergleich dazu schon mal sehr interessant und sehr spannend. Und der Mitarbeiter, der hat eine deutlich höhere Leistung zum Schluss. Ja, warum? Und zwar ganz einfach, an seinem einfachen Grund, weil einfach hier nicht 65 Euro verzinst werden mit 1,75%, sondern weil 100 Euro, praktisch der gesamte Betrag ab dem ersten Euro, verzinst wird mit, sagen wir mal, 2 bis 2,5%. Also wesentlich interessanter für den Mitarbeiter und keine Hexerei, keine Zauberei. Wenn der erste Euro bereits zur Verfügung steht und sich weiter verzinst, kommt einfach zum Schluss mehr raus, als wenn hier nur 65 Euro vorhanden sind, weil schon mal 35% an Kosten weg sind und dann sich diese 65% dann langsam verzinsen. Das erklären wir natürlich auch dem Mitarbeiter ganz deutlich und sagen, lieber Mitarbeiter, wie schaut es normal aus? Deine Gehaltsumwandlung geht normal zur Versicherung. Du bekommst dann irgendwo einmal eine Leistung. Und ein großer Teil von deinem Geld geht einfach weg für Kosten, für Provisionen, für Unternehmensgewinne und ähnliche Dinge. Das machen wir nicht, wir machen es anders. Wir nutzen das mit der Unterstützungskasse, der Unternehmenskasse, da geht dein Gehaltsverzicht in die Unternehmenskasse rein. Du kannst auch vermögenswirksame Leistungen umwidmen. Das ist nämlich auch interessanter, wenn die für Altersversorgung verwendet werden, als für was anderes, weil sie einfach auch sozialversicherungspflichtig sind, die vermögenswirksamen Leistungen, weiß nicht jeder. Das ganze Thema Kostenverwaltung sparen wir uns und nehmen das Geld her, um weiter mit Mehrgewinnüberschüssen in die Unternehmenskasse zu füttern. Und das erlaubt uns dann schließlich, dass wir dir noch obendrauf eine Arbeitgeberzulage geben, aus dem Geld, was sonst normalerweise die Versicherung als Wertschöpfung hätte, als Wertschöpfung bei sich und als Gewinn bei sich hätte. Und du bekommst dadurch eine wesentlich höhere Leistung, eine größere Leistung. Und von dem Ganzen profitierst nicht nur du, sondern auch wir haben was davon, indem wir einen Teil von den Mehrgewinnüberschüssen für die Arbeitsplatzsicherung, für die Unternehmensstabilität, für Themen wie Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung gegenüber dem Wettbewerb im Unternehmen haben und dann das Unternehmen dementsprechend stärken.
Und wir zeigen den Mitarbeitern dann einen Film von ARD plus minus, einfach wie Versicherungen arbeiten, wie das ausschaut mit Kosten, dass im Prinzip nicht nur die vollen 100 Euro, die einzahlt, sich verzinsen, sondern nur ein kleiner Teil. ARD plus minus vergleicht etliche Versicherer. Allianz als Beste, die verzinst ungefähr 68% von dem Geld und 32% sind als Kosten vorbei weg. Dann gibt es natürlich schlechtere wie Hamburg-Mannheimer, die in dem Beitrag drin ist, die liegt deutlich weniger verzinst und bei der es natürlich dann noch länger dauert, bis das eingezahlte Kapital wieder vorhanden ist. Und jetzt ein paar Zahlen, ein paar Effekte. Woher kommt es, dass wir einen Steuereffekt haben? Und woher kommt es, dass wir Liquidität aus einem Steuereffekt erzielen? Und ich zeige das mal am Beispiel einer Versicherungslösung. Wenn Sie in der Versicherungslösung 100.000 Euro einzahlen, dann fließen Ihnen erstmal 1.000 Euro ab, die überweisen Sie. Sie haben natürlich dann Betriebsausgaben und bekommen vom Finanzamt, je nachdem welche Rechtsform Sie haben, zum Beispiel 300 Euro Steuervorteil bei der GmbH, bei der Personengesellschaft wären es vielleicht eher 450 Euro. Das heißt, Sie haben einen Steuervorteil und am Ende fehlt Ihnen Liquidität nur in Höhe von 700. Sie zahlen 1.000, die 1.000 sind Betriebsausgaben, bekommen eine Steuererstattung und Ihnen fehlt 700. Hier bei der Unternehmenskasse, bei der pauschalodierten Unterstützungskasse, wenn wir hier den gleichen Aufwand von 1.000 Euro produzieren, dann muss dieser Aufwand nicht abfließen. Der bleibt ja bei Ihnen im Unternehmen. Trotzdem haben Sie buchtechnisch die 1.000 Euro als Aufwand und bekommen die Steuererstattung. Und wenn Sie dann am Ende vom Tages in der Kasse reinschauen, dann haben Sie eine Mehrliquidität, in dem Fall von plus 300. Vergleichen Sie jetzt die Versicherung mit der pauschalodierten Unterstützungskasse, haben Sie eine Mehrliquidität von 1.000 Euro. Also das ist eine Liquidität, die noch aus dem Steuervorteil zusätzlich geschöpft wird. Aber das ist nicht das Hauptthema, das ist auch nicht das Wichtigste. Das können Sie gleich wieder vergessen.